MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind auf unserem Ibra-Team und wir wollen jetzt zusammen mit Ibra ins Finale, beziehungsweise wir wollen das Finale gewinnen. Und mit diesem Team hatten wir ja so einige Schwierigkeiten in dem letzten Spiel mit diesem Team. Also vorher lief es ja immer relativ Perle, aber dann das letzte Spiel, wir haben es zwar im Endeffekt auch gewonnen, allerdings das war ja wirklich ziemlich crazy. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht passieren. Ich meine, da kriege ich lieber jetzt auf die Fresse von einem Gegner, der wirklich gut ist oder gewinne und gut ist. Aber so ein Spiel, ey, boah, da war ich schon ziemlich, da hatte ich einen ziemlichen Hals bei diesem Spiel. Wer es noch nicht gesehen hat, könnt ihr ja mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, weil es noch nicht draußen ist, wo ich das jetzt hier gerade aufnehme. Ich denke mal irgendwas mit Crazy, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein krasses Gameplay, müsste das vorletzte gewesen sein. Ja, jetzt müssen wir nur mal einen Gegner finden hier. Ich habe richtig Bock auf Ibra. So, ja, Bock auf Ibra, Na komm jetzt, push dich. Eben gerade noch ein Spiel gemacht, lief alles wunderbar, dann können wir jetzt auch einen Gegner finden. Ist halt Finale, aber wir haben Samstag um, wie viel Uhr haben wir? 11.20 Uhr. Also 11.20 Uhr, da müssen doch schon die ersten wach sein. Am Wochenende. Also sollte man eigentlich schon. Also sollte man, muss man natürlich nicht. Man kann natürlich auch mal ausschlafen. Also bis 11 ist eigentlich ausgeschlafen, aber manche schlafen auch ganz gerne mal bis 1. So, jetzt komm, push dich mal. Sonst haben wir eigentlich immer ganz gut Gegner gefunden, also besser als in 13. In 13, da hatten wir das öfter mal, dass wir 5 Minuten irgendwie einen Gegner gesucht haben. Also wenn irgendwie mal die Leitung wieder im Arsch war. Beziehungsweise ich nicht in der Lage war, den Patch zu installieren, weil ich die PlayStation so lange anhatte. So, wir machen mal Blau-Weiß gegen Pink und dann spielen wir jetzt gegen, mal gucken, gegen ein Serie A-Squad. Das ist eklig, Serie A ist immer eklig, weil wie gesagt, die haben richtig super Jungs und er spielt auch noch 4-1-4-1. Das wird ein Spaß, 4-1-4-1 ja eher meine Aufstellung gewesen. Er hat Totti, er hat Gomez, er hat Cerci, Diamanti, Valero ist das glaube ich, Guarin, Zapata, Bonucci, De Sciglio und links war Crescito, glaube ich, und hinten im Tor Reyna. Ja, das kann ein Späßchen geben. Wie gesagt, die Aufstellung war ja selber oder ist immer noch eine meiner Lieblingsaufstellungen, weil sie wirklich sehr stabil hinten steht. Gucken, ob er sie spielen kann. Man muss sie natürlich auch spielen können. Also es haben einige im Forum nachgebaut, zum Beispiel ein 4-1-4-1-Team. Und manche kamen super mit klar. Andere wiederum haben gesagt, boah, geht gar nicht. Man muss halt das auf seinen Spielstil anpassen. Ja, wieder Lukas, wieder aus. So. Also ich finde die 4-1-4-1 echt klasse, weil du halt wirklich so einen krassen krasses Mittelfeld hast mit diesen 5 Leuten. Und die arbeiten halt, wenn du die richtigen Leute nimmst, wirklich sehr gut alle mit nach hinten und mit nach vorne. Na. Da hat man schon gesehen, da kannst du kaum, opa, da kannst du kaum den Ball annehmen. Totti, Totti kann schießen. Ja, das macht auch gleich mal. So, und in der Mitte hat er natürlich Gomez. Da müssen wir, also er hat mit Totti einen, der sehr, sehr gut passen kann. Und jetzt mal durch die Lücke. Ah, nee, nicht so ganz. Er hat mit Totti einen, der sehr, sehr gut passen kann. Und Cerci weiß ich jetzt gar nicht, ob der passen kann. Auf jeden Fall kann er gut reinziehen. Und jetzt hier über die Abwehr gelobt. Marquisio, bring das Ding rein. Oh nein, der bringt es richtig schlecht rein. Allerdings De Rossi, zweite Reihe. Oh, da ist Reyna dran, schade. Und Gomez, ja, dass der köpfen kann. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und, nein, bitte. Alter, jetzt ohne Scheiß, das war bei FIFA 13 nie so. Und ich kriege jetzt auch ein Gegentor dadurch. Gibt Elfmeter, gibt rote Karte. Oh, Gott sei Dank nicht. Warum auch immer. Also das ist eigentlich dann, wenn er faul pfeift, muss er natürlich eine klare rote geben, weil ich letzter Mann bin mit Abate. Das ist aber wirklich zum Kotzen. Immer nach Ecken schlagen die Leute den Ball einfach raus. Also ich meine, dafür können die Leute ja nichts. Dafür kann FIFA 14 einfach was. Totti kann bestimmt auch... Na gut, nee, der war jetzt nicht so super.
Nach Ecken zum Beispiel, da schlagen die Leute halt einfach den Ball raus und er kommt komischerweise immer auf den Stürmer. In FIFA 13 war es eigentlich so, dass du dann easy mit der Abwehr den Ball abgefangen hattest, aber das ist gar nicht mehr so. Es kommt halt wirklich fast immer auf den Stürmer, der Ball. Ich muss jetzt hier flanken und in der Mitte steht Marquisio und Marquisio wieder die alte Sau. Der ist einfach vorne, der ist hinten, der ist überall, wo du ihn brauchst. Wenn Ibra mal nicht in der Mitte steht, ja, stellt sich Marquisio in die Mitte. Und so soll es auch sein. Gefällt mir richtig, richtig gut, aber das habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Ich glaube, Marquisio wird wirklich auch so einer, den wir öfter nutzen werden. Weil man kann ihn auch eigentlich ziemlich schön linken. Chiellini ist perfekter Link mit ihm zusammen, weil beide Italiener, beide Juve. Und Chiellini ist ja jetzt auch nicht der Schlechteste, auch wenn ich ihn jetzt nicht übertrieben gut finde. Also ich sag mal so, in FIFA 13 hat sich so ein Chiellini, so ein Kompany, so ein Thiago Silva richtig krass abgehoben. Bis jetzt kann ich das über so ein Kompany oder Chiellini noch nicht sagen. Das habe ich das letzte Mal schon erwähnt. Ah, Marquisio pusht sich richtig, aber er kriegt den Ball leider nicht durch 50 Leute durch. Valero macht das schön hier. Und da ist er mit, weiß ich nicht, Diamanti durch. Und Diamanti hat einen guten Schuss, aber er fackelt das Ding drüber. Puh, man sieht schon, also ich wackel schon wieder in der Abwehr. Es stört mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Da muss ich mich ein bisschen irgendwie zusammenreißen, ein bisschen mehr. Ich darf die Lücken nicht geben. Da habe ich nämlich schon wieder die Lücke gegeben. Und er nutzt sie dann natürlich auch. So, ja, hier auf Yaya Touré. Die, boah, da pusht er sich aber mit, weiß ich nicht genau, wer es war, vor mich. Ciacci, komm, den hast du. Boah, sehr schön. Wieder Marquisio halt einfach. Ja, da steht er jetzt leider nicht mehr in der Mitte. Totti. Totti, den bringen wir zurück zum Torwart. Joe bringen raus. Bringen wir jetzt nach außen und, ah, schade. Ich dachte, Marquisio läuft einfach gerade durch. Das war jetzt ein bisschen, ja. Ich habe immer einen falschen Laufen sehen und irgendwie ist er dann doch nicht gelaufen und ist wieder zurückgerannt. Ja, komm, dann gib das Foul, wenn du einen Foul geben willst. Vorne Ibra. Spielen wir mal an. Nee, der will Lavezzi anspielen. Obwohl ich der Meinung bin, dass ich auf Ibra gezielt habe. So, aufpassen jetzt außen. Na. Ja, den müssen wir natürlich haben. Ich hatte erst Scheiße gedrückt. Das wäre relativ in die Mitte gegangen und wäre ganz und gar nicht toll gewesen. Aber dann hat er Gott sei Dank noch die Richtung geändert, weil er mal wieder meine Tasten nicht angenommen hat. So, da vorne. Und jetzt, ja, ja, Touré, sehr schön. Und jetzt hier drüber auf Ibra und jetzt wieder auf Lavezzi. Kann er noch abfangen. Man sieht das wirklich, wie diese zwei fetten Reihen hier aufgereiht sind und wirklich nur Gomez vorne steht. Und das ist eigentlich auch dieser Vorteil an dieser Formation. Ja, kann er das Ding auch gleich mit Cherchi abfangen. So, Mario Gomez soll ja schneller wirken als sein Tempo auf der Karte. Angeblich soll er wie 84 abgehen, was wahrscheinlich durch seinen Körper kommt. Ich meine, er ist ja, wie groß ist er? 1,90? 1,89, glaube ich. Er ist jedenfalls groß. So. Mach. Nee, Lavezzi natürlich. Ibra lauf auf den Ball zu. So. Abate. Ah, shit. Na gut. Ich meine, er läuft nicht mit Totti, deswegen passt das. Jetzt. Oh. Nein, der sollte wieder nicht auf Ibra. Aber der soll jetzt auf Ibra. Und der soll jetzt wieder zurück auf Lukas. Und der fackelt. Schade. Der erste Ball sollte eigentlich gleich rüber auf Lukas und nicht auf Ibra. Deswegen habe ich mich ein wenig aufgeregt. Da ist jetzt Ibrahimovic. Kommt auch sehr schön dran, aber leider zu ungefährlich der Ball. Und da kommt wieder der Ball nach vorne. Und Gomez ist wieder im Ballbesitz. Na gut, das war jetzt wenigstens ein Abstoß. Ich meine, wenn ein Abstoß ankommt, ist ja okay. Aber diese Klärungsaktion, die gefallen mir nicht. Zapata muss hier klären. So, Klischee auf die Außen, Lavezzi, ja, Ibrahimovic kommt dran, aber Flanke kam ein bisschen zu kurz und aus dem Winkel mit dem Kopf ist es dann relativ schwer. Ich glaube, Reina hat, glaube ich, auch einen übel miesen Abschlag, deswegen ist natürlich auch logisch, dass die Dinge ankommen. Ich glaube, der hat 94 oder sowas Abschlag.
Also so ein neuer Like. Ah, scheiße. Chiellini, jetzt drüber. Wollte ich. Es ist echt eklig, gegen diese Formation zu spielen. Im Mittelfeld hast du kaum Platz. Das ist das größte Problem. So. Jetzt außen. Sehr schön. Genau da sollte er hin. Lukas bringt die Flanke. Ibra ist da. Komm hier, Marquisio, push dich. Nee. Mitte abdecken. Sehr schön von Marquisio. Mitte abgedeckt. Hier drüber jetzt. Ah, sehr schön. Und direkt Abnahme. Ach, fuck it, Mann. Genau so sollte er kommen. Perfekt gekommen auf Lukas. Marquisio bringt die Ecke rein. Und ah, die kommt kurz. Und da können wir das Ding nicht wieder reinbringen. Totti, kommt vielleicht wieder der lange Ball? Nee, freut mich. Weil, wie gesagt, ist relativ eklig nach einer Ecke. Weil es dann wirklich so aufgerückt ist, vor allem wenn man halt auf ausgeglichen spielt. Lukas, sehr schöne Defensivarbeit. So, jetzt hier und jetzt nach außen. Sehr schön. Und jetzt drüber. Hm. Schade. Lukas, Lukas. Entschuldigung. Oh, hier auf De Rossi. De Rossi. Und jetzt rücken alle wieder raus. Oh, das war eklig. Na gut, es geht in die Halbzeit. Ja, es ist ein enges Spiel auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, schon vorne. Ja, eindeutig von Statistiken her. Er hatte noch keinen Schuss aufs Tor. Allerdings ist so ein 1-0 natürlich alles andere als gut. Ich meine, so ein 2-0 hätten wir vielleicht auch verdient gehabt. Ich meine, wir hatten ganz gute Chancen. Lukas Ball durchgelassen. Jetzt kommt er hier mit zwei Leuten. Und jetzt hier drüber. Das war abseits, echt? Das muss ich mir nochmal angucken. Ich dachte, die Innenverteidiger ständen auf der gleichen Linie. Ah ja, doch, 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 doch. Nee, alles klar. Habe ich mich einfach verschaut. So. Bringt er weit raus. Können wir hoffentlich kriegen? Nein, kriegen wir nicht. So, und jetzt... Abate. Macht Abate gut. Clichy gleich weitergeleitet. Lavezzi. So. Ja, Clichy läuft jetzt da vorne. Deswegen machen wir das Ding mal auch nach da vorne. Ibra kommt rein. Ah, da macht er mit Bonucci, kommt da dran. So. Jetzt Totti. Crescito. So, aufpassen jetzt hier. Das wird mir schon wieder alles ein bisschen zu aufgerückt. Totti wieder. Ah, jetzt macht er ein bisschen langsamer. Macht er nicht mehr dieses sehr schnelle Spiel nach vorne. Ich weiß auch nicht, was er jetzt genau da macht. Also das, was er jetzt da macht, ist natürlich ein bisschen lächerlich. Vor allem, wenn es dann so endet. So. Einwürfe abfangen, also das ist wirklich was, ey, das, ich hab's einfach nicht drauf. Ach so, Protect the Ball habe ich, glaube ich, immer noch nicht benutzt. Ich hatte es zwar mal angekündigt, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Das machen wir, ja, so, wenn es mir mal einfällt, dann werde ich es mal nutzen. Es soll nicht schlecht sein. Wow. Puh, Alter. Das wäre nicht so hübsch geworden. Ja, wieder in die Mitte auf Ibra. Ich hätte ja gerne noch Neuer im Tor, das wäre der Hammer. Aber das geht leider nicht. Weil ich liebe einfach an Neuer nicht unbedingt, dass er so gut hält. Das Wichtigste, finde ich, ist, dass er einfach so einen genial krank guten Abschlag hat. Aber eigentlich könnte ich ja auch... Nee, wen habe ich denn im Tor? Joe Hart. Achso, nee, eigentlich könnte ich dann nicht... Kompany, was soll der Scheiß? Okay, gut, passt, passt, alles okay. Nach vorne abgeworfen. Ach, nee, das kannst du vergessen. Gegen diese Formation kannst du es vergessen, dann direkt weiterzuspielen. Und hier läuft vorne irgendwer, aber den ist... Nein, den haben wir nicht! Gott sei Dank wehrt Hart den weit ab. Vallejo. Ecke. Er ist definitiv stärker geworden in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte, wie gesagt, gab es gar keinen Torschuss. Jetzt... ist er hier schon ein bisschen mehr am Laufen und nicht wieder so ein scheiß Ding nach der Ecke. Ah, die Ecken. Die Abpraller, die gehen halt so oft zum Gegner. Natürlich auch bei mir, also wenn ich eine Ecke schieße. So, und... Jetzt raus, ja.
Ich habe jetzt einfach das Ding rausgehauen. Weil ich reg mich nur wieder auf, wenn ich durch so eine Scheiße dann ein Gegentor fange. Weil irgendwie Ping-Pong-mäßig der Ball... Ja, komm. Ja, kommt an. Und jetzt drüber. Ja, gut. Ja, nee. Kommt nicht an. Schade. Er sollte natürlich zu Lukas, aber nicht so. Aber es war halt auch Abates schwacher Fuß und aus der Drehung. Und es war jetzt nicht ganz so pralle. So. Ja, jetzt macht er einen Seitenwechsel. Lavezzi, kannst du ein bisschen rüberrennen. Ja, gut. Wenigstens seine Angriff vereitelt. Ja, das ist eine enge Partie hier. Ich würde jetzt echt gerne mal ein Tor machen. Das würde mich mal ziemlich beruhigen. Jetzt rüber auf Lukas. Ah, der kommt wieder nicht an. Ach, Mann. Aber Seitenwechsel sind echt wichtig geworden in dem Spiel. Weil, wie gesagt, es ist häufig so, dass das Mittelfeld so voll gepumpt ist mit Abwehrspielern. Was heißt mit Abwehrspielern? Allgemein mit gegnerischen Spielern. Dass du einfach mal einen Seitenwechsel auspacken musst. Sonst ist es halt so eng, dass du da nicht weiter vorankommst. Sehr schön von De Rossi. Ah, Lukas, relativ miese Ballkontrolle, obwohl das ja eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Also jetzt, was seine echten Stats angeht. Chiellini auf die Außen und der geht wieder ins Aus. Also jetzt momentan spiele ich gerade richtige Kacke zusammen. Ich glaube, ich habe die letzten 5 Pässe nicht an Mann gebracht. Vielleicht mal ein bisschen ruhiger spielen. Jetzt startet er hier durch. So, Ciarci haben wir. De Rossi. Sehr schön von Lukas, die Ballmitnahme. Da kommt Bonucci. Oh, also ich muss sagen, Lukas hat echt irgendwie scheiß Reaktionen. Ich drücke wirklich schon 2 Meter vor der Auslinie. Aber jetzt will ich mal aufhören zu labern, weil ich den Angriff jetzt... Okay, ich drücke 2 Meter vor der Auslinie, drücke ich schon, dass er sich umdrehen soll. Aber er läuft dann trotzdem ins Aus. So, auf die Außen, Totti. Totti. Sehr schön von Touré. Ja, es müsste mal schnell gehen, aber ihr seht es, obwohl er voll im Angriff war, hat er hier alles noch stehen. Naja, ja, jetzt laufe ich in Konter. Nee, Cherchi, miese Ballmitnahme. Vallejo. Sehr schön. Marquisio. Nochmal. Ah. Ah, ist das ärgerlich, ey. Jetzt nach vorne, ja, komm. Push dich. Ja, Eckball wenigstens. Glaube ich. Wenigstens will ich mal nicht sagen. Ich hätte, glaube ich, lieber keinen Eckball gehabt in der 85. Ja, dann jetzt mal bitte schnell zurück, Jungs. Oh, Gott sei Dank. Das war richtig wichtig. Boah, scheiße. Ich muss ihn wegbringen. Pff. Ich hatte 0 Anspielstationen und er hat mich schon wieder mit 3 Leuten gepusht. Das ist halt wirklich so krass an dieser Formation. Der einzige Nachteil, es muss natürlich auch immer einen Nachteil geben, ist, dass sie offensiv definitiv nicht so stark ist wie zum Beispiel eine 4-3-3. Geht halt einfach auch nicht, wenn du nur einen Stürmer hast. Und jetzt... Oh ja, Spiel zum Gegner. Ich glaube, das wird... Nee. Ich rede jetzt nicht. Außen ist frei. Clichy pusht sich. Wenn wir den Ball kriegen... Guarin. Auf die Außen. Jetzt nochmal durchgesteckt auf Lukas. Lukas ist durch. Lukas Finesse. Und da haben wir es entschieden. Mit dem Konter in der 90. Minute. Ich denke, das Spiel ist trotzdem verdient gewonnen worden. Aber nach der zweiten Halbzeit muss ich sagen... Hätte ich mich jetzt nicht so über ein Gegentor beschweren können. Aber wir hätten einfach vorher schon mehr machen müssen, weil wir Hochkaräter hatten. Aber in der zweiten Halbzeit war er definitiv besser. Vielleicht hat er ja vorher defensiv gehabt oder sowas. Das kann natürlich sein. Und hat dann jetzt in der zweiten Halbzeit mal auf ausgeglichen oder sowas probiert. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach nur eine Mutmaßung. Und jetzt nochmal Lukas und richtig miese Ballannahme schon wieder. Den wollte ich schön drüber lupfen. So. Ja, haben wir das Ding dann Gott sei Dank geschippt, aber...
dieser Gegner war kein schlechter. Ich sag das zwar häufiger, aber der Gegner war echt nicht schlecht. Er konnte das 4-1-4-1 spielen. Sieht man auch. Also ich meine, in den meisten Spielen haben wir ja relativ viele Tore gemacht. Aber in dem Spiel jetzt nur 2 Stück und das letzte auch nur durch einen Konter. Es ist halt wirklich sehr krass, dieses Mittelfeld. Hier sieht man es nochmal. Du hast da eine Viererreihe stehen, erstmal. Und dahinter noch ein Sechser und dann noch 4 Abwehrspieler dahinter. Und vorne halt nur diesen einen Stürmer drinne. Das ist wirklich richtig krasse Dominanz im Mittelfeld. Und ja, deswegen hat mir das auch ganz gut gefallen am Anfang, weil ich am Anfang ab und an mal einige Buden gefangen habe. Und mit der Formation wurde das dann besser. Ich glaube, mit 4-1, 4-1 habe ich immer noch kein Spiel verloren. Oder 1. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, 1 habe ich verloren mit 4-1, 4-1. Ja, und ich glaube, wir werden diese Formation auf jeden Fall auch nochmal spielen. Aber momentan habe ich halt mehr Spaß an diesem Offensivfußball. Also das heißt, dieses 4-3-3, auch wenn das auch natürlich die defensive Variante ist, hier mit 2 ZDMs. Man kann es ja im Prinzip auch spielen mit ZM und ZOM. Das ist dann aber ziemlich krass und da müssen die Spieler, glaube ich, stimmen oder man muss einfach sehr gut spielen, um da ohne Probleme bestehen zu können. Ja, Bewertung Lukas ist Spieler des Tages. Ja, Marquisio Ibrahimovic heute ein bisschen, ja, heute war er nicht gut drauf. Das war einfach nicht, lag aber auch an der gegnerischen Aufstellung. Das ist, da kannst du mit zum Ibra nicht so gut stechen. Das ist wirklich so. Und ja, das wäre es im Prinzip gewesen. Es haben jetzt nochmal welche geschrieben, wie mein Wappen heißt. Ich sag's jetzt nochmal. FL Championship, also diese zweite englische Liga. Und dann Norwich... Nee, jetzt sage ich bestimmt wieder was Falsches, ne? Ich glaube, ich gehe mal lieber drauf. Ich zeige euch das mal ganz schnell im Shop. Doch, Norwich City? Nee, ich zeig's euch nochmal. Bevor ich jetzt wieder was Falsches sage, ich hatte es letztes Mal schon falsch gesagt. Transfermarkt und dann gehen wir auf Club Items. Dann gehen wir auf Badges. Dann gehen wir auf die FL Championship. Und dann ist es, wo haben wir es? Da, Derby County, genau so heißt es. Das heißt nämlich auch nicht Derby Country, sondern Derby County. Und das ist das Wappen, allerdings ist das Wappen nicht billig, das will ich gleich sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt gefallen ist. Mal gucken hier für 3200. Ob wir da was finden. Nee, da seht ihr es schon. Also nicht, dass ihr denkt, das ist so ein 200 Coins Abstoßwappen. Es kostet, ja, hier, ihr seht es, um die 5000 Coins, glaube ich. 4,9, 4,9, 5,5, ja. Es ist halt auch geprice-fixed natürlich, aber ich glaube auch nicht, dass es runtergehen wird. Das ist so ein typisches ja, Crew-Logo und Orlando Pirates und sowas in die Richtung in FIFA 13. Also, es kostet halt ein bisschen. Aber ich meine, man muss sowas ja nur einmal ausgeben. Deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Ich habe meins noch für 3,6 geholt, glaube ich. Also, es war noch relativ günstig. Und ja, so heißt das Wappen. Meine Trikots wurde auch gefragt. Ja, komm, dann gucken wir nochmal schnell im Club. Weil ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau, von wem das pinke Trikot ist. Das ist, glaube ich, von einer französischen Mannschaft. Da müssen wir auf... Hä? Ach so, Club-Items. Müsste es sein, ne? Joa, da haben wir's. So, das hier ist natürlich das Manchester City Classic Kit. Kostet auch nur 200 Coins. Unser Stadion ist das Camp Nou. Und das zweite Trikot haben wir... Steht hier überhaupt... Ne, steht nicht drin, für wie viel ich das gekauft habe. Hier ist unser zweites Trikot von Toulouse FC. Das dritte Kit, also das ist, ja, keine Ahnung, zum Beispiel Champions League Kit, auch wenn Toulouse jetzt nicht in Champions League spielt. Auf jeden Fall Toulouse und dann das dritte Kit ist dieses pinke Trikot. Ja, ich finde einfach, ich habe mich für die beiden Trikots entschieden, weil die sich einfach komplett abheben. Nicht abheben, sondern voneinander unterscheiden. Hier schwarz und da grelles Pink und da findest du eigentlich, hast du eigentlich immer ein gutes Trikot dabei. Wenn du hier so gestreifte nimmst, hier was, sowas zum Beispiel, 2 gestreifte, das ist immer scheiße. Weil es gibt einige Gegner, die auch nur Gestreifte haben. Und dann hast du halt immer Probleme, musst eventuell sogar rausgehen. Und da habe ich dann lieber so 2 Trikots, wo ich dann definitiv, ja, was anderes als der Gegner habe. Ja, das wäre es jetzt aber wirklich gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.